Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 von Frank spielt Baba is You. So, ich habe leider bei der letzten Aufnahme Mist gebaut, denn ich habe eigentlich, finde ich, bin eigentlich relativ gut mit den letzten Levels von The Lake durchgekommen. Ja, bedauerlicherweise bedeutet das, dass ich die jetzt quasi noch ein zweites Mal spiele, ohne dass ihr genau meinen Denkprozess beobachten könnt. Ich bitte das zu entschuldigen. Wer meinen Denkprozess quasi ohne hörbaren Kommentar sehen möchte, der schreibe das doch in die Kommentare. Dann würde ich quasi das Video, bei dem der Soundmitschnitt nicht funktioniert hat, nochmal mit hochladen. Und ansonsten begnügt euch damit, dass ich jetzt einfach die Level-Lösung nochmal durchgehe, sofern ich mich denn da jetzt überhaupt wirklich so im Detail dran erinnern kann. Möglicherweise ist es ja so, dass ich sowieso nochmal wieder neu rätseln muss. Also, wir waren letztes Mal stehen geblieben nach Level 10, sind jetzt bei Level 11, der Jelly Throne. Genau, hier haben wir... Flag is Flag, Flag is Push, Baba is You, Jelly is Win, Flag is Stop und ganz unten rechts Wall is Stop. Wir können nicht durch die Walls, wir können die Flagge hier zwar verschieben, aber das bringt uns nichts, weil die nicht Win ist. Wir haben Flag is Flag, deswegen können wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Jelly hinmachen, die Flagge nicht etwa in Jelly verändern, sodass dann quasi die Flagge hier rechts von uns dann auch Jelly wäre, wodurch wir dann schon gewonnen hätten. Ja, und nun haben wir es schon. Ich weiß tatsächlich schon nicht mehr, wie ich es genau gelöst habe. Stichwort Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Also wenn wir jetzt aber mal bedenken, dass wir halt mit Flag jetzt in nichts verwandeln können und Jelly auch jetzt nicht. Ne? Also wir könnten natürlich versuchen, mal spaßenshalber Jelly is Flag zu machen. Ja, dann haben wir zwei Flaggen, aber das bringt uns jetzt herzlich wenig. Wir können aber mal... Das machen wir erstmal wieder rückgängig. Wir machen jetzt einfach mal... Flag, also Flag is Baba. Geht auch nicht. Wie wär's denn mit Jelly ist, Baba? Ah, alles klar, okay. Jetzt haben wir zwei Babas. Und nun können wir natürlich hier Flag is Stop wegmachen. Beziehungsweise genau genommen können wir hier ja jetzt Flag is Win machen. Ja, okay. Genau, so war das. Dann Nummer 12, Crab Storage. Also ein Crab-Lagerhaus. Okay. Hier haben wir jetzt die Flag is Push und hier oben haben wir jetzt so eine Serie. Also das hat mich einiges an Überlegungen gekostet und mal gucken, ob ich es wieder hinbekomme. Wir hatten hier Baba is You. Dann haben wir aber Is Defeat und Is Win direkt. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Baba reinschieben, dann kriegen hier Baba is Baba und dann, wenn ich aber weiterschiebe, kann ich nicht etwa auf Baba is Win irgendwie kommen, sondern davor bin ich ja Baba is Defeat und dann habe ich quasi verloren. So, okay, das funktioniert also nicht. Was aber erstmal ja auffällt, ist, wir können hier die Flagge wieder in den Schlüssel umwandeln, ne? Also die Eigenschaften Push und Open geben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in den Schlossknackern-Levels und haben jetzt hier auf einmal das Satzteil Crab. So, nun glaube ich, war der Trick, das haben wir quasi im letzten Level gerade gesehen. Wir können uns das nochmal einmal... Ne, Moment, ich sag's jetzt erstmal und danach gucken wir es nochmal an. Wir haben ja gesehen, im letzten Level galt diese Regel, Flag is Flag. Und dann konnten wir nicht die Flag in Jelly verwandeln, ne, weil wir dann zwei sich widersprechende Regeln hatten. Und genau dieses Prinzip können wir hier jetzt zu unserem Vorteil einsetzen. Wir können nämlich jetzt hier das Is nehmen und sagen einfach, Baba ist Baba. Dann bleiben wir quasi Baba, auch wenn wir jetzt eine
Wenn wir jetzt hier das Crab hinschieben, ne, dann gilt diese Regel nicht. Ne, weil wir ja schon vorher Babas Baba liegen hatten. Dann würde hier in diesem Fall natürlich das Crab is Defeat gelten. Können aber nochmal weiterschieben und sind dann bei Crab is Win. Also so einfach, wie das jetzt hier aussieht, sah das dann leider bei meinem Durchspiel nicht aus. Also lasst euch jetzt nicht davon täuschen, dass das jetzt relativ einfach aussah. Das hat schon ein bisschen Arbeit, also ein bisschen Denk- und Probierzeit gekostet. Aber wie gesagt, an der Stelle war mir, glaube ich, aufgefallen, und das gilt natürlich nach wie vor, und das wird auch für die zukünftigen Level gelten, dass wir uns einfach versuchen müssen zu merken, oder zumindest, dass es sinnvoll ist, sich zu merken, was wir denn gelernt haben in den letzten Levels, um dann quasi das Gelernte in den folgenden Levels vielleicht auf andere Weise anzuwenden. Also dass diesmal, also in diesem Level hier, Jelly Throne, da war es ja quasi so, dass dieses Flag is Flag uns jetzt ja daran behindert hat, einfach zu sagen, wir machen Flag is Jelly und haben dann sofort gewonnen. Genau das hat uns ja aber quasi jetzt muss ich erstmal zur Map zurückgehen. Im Crab Storage hat uns genau das ja geholfen, jetzt, indem wir jetzt in einem späteren Verlauf dann gesagt haben, Baba ist Baba. Ne, und jetzt stellt euch vor, wir hätten das Crab schon wieder geholt, ne, dass wir das Crab hier durchschieben konnten, ohne dass wir uns in die Crab verwandelt haben. Weil wenn wir uns nämlich, wisst ihr was, an der Stelle zeige ich das nochmal, dass das wirklich notwendig ist, dass wir dieses Baba ist Baba haben. Genau, das kann ich nochmal einmal zeigen. Wenn wir nämlich jetzt erstmal sagen, wir machen hier nur die Tür mit der Flag auf. Ja, so richtig machen. Genau. Dann könnte ich natürlich auch denken, ich schiebe das einfach so hier hin. Aber dann bin ich ja die Crab, ne? Also ich muss wirklich an der Stelle erst hier dieses Baba ist Baba hinschreiben, damit ich eben genau gerade hier mich nicht in die Crab verwandle und dann verliere und dann das aber auch durchschieben kann, um zu gewinnen. Ja? Also ich habe quasi diese zwei Regeln, die sich widersprechen, habe ich quasi, einmal habe ich das als Hindernis gehabt und einmal quasi als meinen Lösungsweg probiert. So, und jetzt machen wir einfach mal weiter mit Level Nummer 13, die Burglary, der Überfall. Okay. Ja, und hier wieder, also wie gesagt, die letzte Aufnahme ist auch ein bisschen her. Ich fand das so ein bisschen frustrierend auch, dass ich da den Sound nicht aufgenommen habe. Deswegen ist jetzt durch die vergangene Zeit erinnere ich mich tatsächlich schon nicht mehr an alles, aber so ist das eben. Umso eher können wir hier nochmal ein bisschen wieder zusammen rätseln. Wir haben hier jetzt also ganz oben links Baba is you, Door is stop. Dann haben wir hier Star is push, Wall is stop. Oben rechts Key is defeat, ne? Also wir können nicht leider einfach den Schlüssel nehmen. Dann haben wir hier den Stern, den können wir hin und her schieben. Und als erstes könnte man ja mal probieren, Star als Key zu verwenden. Okay, genau, und das ging nicht. Genau, das ging nicht, weil wir ja Door is Stop haben, oben links. Und Door is Stop ist eben nicht dasselbe wie Door is Shut, sondern eigentlich ist es so, das sieht zwar jetzt aus wie eine Tür, ist aber im Prinzip genau das gleiche wie eine Wall. Also vom Verhalten, ne? Durch die Regel Door is Stop verhält sich das so wie Wall is Stop. Okay, was können wir denn jetzt sonst noch machen? Wir könnten den Star in Key verwandeln. Oh, okay. Währenddessen darf ich natürlich nicht auf den Key. Und das ist natürlich, das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter, weil dann haben wir nur zwei Möglichkeiten, um uns aus dem Bild zu schießen. Das ist natürlich Quatsch, aber wir haben genau, ja, jetzt weiß ich es wieder. Okay. Ja, also wenn man kein so gutes Gedächtnis hat, dann kann man die Rätsel auch mehrfach spielen. Okay, also, wir können, ich glaube der Trick, ah ja genau, ich glaube ich erinnere mich wieder. So, also man kann jetzt die Wall in Keys verwandeln. Und nun ist es zwar so, dass wir natürlich nicht in die Walls rein können, aber wir können jetzt Wall is Stop rausschieben.
Und nun können wir das Is hier, das zweite Is oder eins der Is von unten verwenden und Key wieder in Wall verwandeln. Jetzt ist Wall nicht mehr Stop. Und nun können wir Star nehmen und einfach Star is Win machen. Tada! Okay, gut. Und nun machen wir mal die Extra Levels. Genau, jetzt haben wir also die ganzen Zahlenlevels abgeschlossen und machen jetzt mit den Extra Levels weiter. Submerged Runes. Okay. Okay, also ich kann den Stein schieben und ich kann hier diese Regeln erzeugen und kann dann aber nicht hier durch, wenn ich... Oh, Moment, zur Map wollte ich eigentlich nicht zurück. Ich wollte eigentlich nur... Okay, aber das kommt jetzt auf selber hinaus. Wir starten nochmal neu. Ich kann hier aber im Moment durch. Aber jetzt im Moment natürlich nicht auf die Flag, weil jetzt Flag ist die Feed Guild. Okay. Wenn ich den... Okay, wenn ich das so rüberschiebe, dann habe ich jetzt wieder... Crap ist die Feed. Ich komme da also nicht durch. Aber... Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Wir können ja mal selber der Rock werden. So. Rock, 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 Rock. Okay, und jetzt... Ach so, okay. Und jetzt, glaube ich, kann man... Jetzt könnte man... Ja, ich glaube, wir können... Jetzt können wir den Rock verschieben. Yo. Wir können den Rock jetzt... Nee, ach, wir können uns ja selber immer noch nicht... Aber wir können den Rock dahin schieben. Und jetzt können wir... Ich bin gar nicht sicher, ob ich das wirklich schon gespielt habe. So. Wir können... Moment. Genau, einen weiter runter. Wir können die ganze Regel ja wieder benutzen, um den Stein weiterzuschieben. Bum, bum, bum. Okay. No. Okay, ich glaube, ich... Nee, es ist doch anders. Wir müssen hier das Is wieder zweimal verwenden. So. Und jetzt können wir mit dem Is aber auch das nur einen weiterschieben. Nee, so geht es nicht. Ne, weil wenn ich jetzt mich in den Lock verwandle, dann... Nee. Aber guck mal. Ja, okay. Jetzt können wir der Rock sein. Und jetzt gilt noch gar nicht... Crab is defeat. Aber wenn wir jetzt hier durchgehen, dann können wir nicht mehr wieder Baba werden. Okay. Aber nein. Okay. Aber ich glaube, das ist trotzdem der richtige Ansatz. Ja. Ich glaube... Es ist so ein bisschen dieses Prinzip. Ja, ich hab's, doch nicht. Nee, und dann wieder, ja, ich hab's, nee, doch nicht. Bis man es dann irgendwann hat. Ist eigentlich so ein bisschen wie beim Programmieren. So, genau, jetzt können wir den Rock verschieben. Yo, wir können den Rock auf die Flagge schieben. Und jetzt können wir Rock werden. Wir müssen natürlich hier noch die Regeln jetzt erstmal umstellen. Und jetzt haben wir gewonnen. Ja, super. Sunken Temple. Ja, okay. Und das ist ja im Prinzip jetzt nur eine schwerere Version von Submerged Runes. Jetzt haben wir noch so ein Jelly und einen Stein. Wir können die Regeln hier reinschieben. Okay, wisst ihr was, wir verwandeln uns einfach erstmal wieder in den Stein.
was so Sache ist. Okay, jetzt. Aber es ist wieder Crap is Defeat, ne? Okay, also wandeln wir uns jetzt in den Barbar zurück. Wir machen jetzt. Genau, wir machen jetzt Rock is Push. Okay, das reicht nicht. Aber was ist denn, wenn wir... Ja, wir können natürlich dasselbe machen, was wir eben schon mal versucht haben, aber so geht's nicht. Oh, Moment. Genau, wir brauchen das Is. Wir machen jetzt hier, genau, jetzt haben wir Rock is Push. Jetzt haben wir das überschüssige Is. Kriegen wir das denn da jetzt weg? Ja, also ich dachte, mit dem Ist können wir jetzt den Stein ja verschieben und dann den und dann Stein werden. Aber so geht das irgendwie nicht. Hier nur so eine Rangieraufgabe, oder? So, Moment, wieder ein zu weit. Runter. Rock. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so. Alles klar. Rumgeschiebe, rumgeschiebe. Yo. Oh, oh. Naja, okay. Nach rechts gehen einfach. Ja, cool. Okay, und damit haben wir die Area komplett abgeschlossen. Gut. Ja. Fein. Return to Map. Okay, und... Okay, also ich hoffe, dass das jetzt mit dem Sound geklappt hat, sonst muss ich es noch ein zweites Mal aufnehmen, wovon ihr natürlich nichts mehr zum dritten Mal aufnehmen, wovon ihr natürlich merken würdet. Wir sehen uns dann aber regulär in Folge Nummer 5 weiter. Wir waren jetzt hier in Folge Nummer 4 gerade. Nächstes Mal werden wir uns dann der Solitary Island widmen. Die gucken wir uns dann nächstes Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem, dass jetzt ja auf meiner Seite... also ich hoffe, es ist jetzt kein... im Unterhaltungswert und auch im Lernwert keine negativen Auswirkungen hatte. Ich glaube eigentlich, dass ich sogar durch das zweite Mal durchspielen vielleicht ein paar Sachen noch genauer verstanden habe als beim ersten Mal. Insofern vielleicht hat euch das auch was genützt. Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Frank spielt Bama is You oder was denn dann noch kommen wird. Tschüss!